Was? Warum denn? Hallihallo und einen wunderschönen Samstag, liebe Kaspar, Kasparinnen, Kaspins, Kaspande, Kaspinos, Kaspanauten, Kaspanautinnen, Kaspanautaußen, Kaspargassierte und fluffige Flugzeugmechaniker mit Fellmützen. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer: Max und Moritz. Ritze, Rotze gehen der Witwe an die Hühner. Ja, fast. Also, war schon nah dran. Da war schon viel Schönes drin. Mach weiter so. Ja, ihr merkt schon, heute geht es nicht um Wilhelm Busch, sondern um irgendwas anderes, denn wir haben Samstag und Samstag ist traditionell der erste Tag des Wochenendes für die Leute, die Wochenende haben. Für die, die kein Wochenende haben, ist trotzdem Samstag, aber da zählt er dann halt nicht so in dem Sinn zum Wochenende, dass das Wochenende arbeitsfrei ist. Es ist kompliziert und dann kommt ja auch noch Sommerzeit, Winterzeit und diese ganzen Zeitzonen überall, das ist ja rund um den Globus anders und verteilt. Man wäre da bekloppt, man sollte eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Trotzdem denken viele Leute nach und manche sogar pausenlos. Die nennt man Philosophen und einer der größten Philosophen unserer Zeit, ihr kennt ihn alle, es ist ein Musiker aus Franken, der nicht mehr in Franken lebt. Ja, er hat lange Jahre die Welt beglückt mit seinen Gedanken und auch heute wird er das wieder tun. Und wir werden es uns zusammen anhören und vielleicht, nur vielleicht, können wir sogar nachvollziehen, was er meint, denn er ist Dieb und Dieber und wir sind halt nur normale Menschen. Ich blende euch mal die Tafel ein. Ja, wir haben heute nämlich das Einzelvideo, die Wahrheit über mein ADS und mein Denken, wie funktioniert mein Verstand. Ja, ich dachte mal, mechanisch. Von Donnerstag, dem 9.06.2016. Wunderbar strahlender Himmel, Temperaturen zwischen 9 und 21 Grad, aber auch ganz schöne Sprünge. Gut, die 9 Grad waren da wahrscheinlich mitten in der Nacht und die 21 Grad mittags, also das passt dann schon, das kommt hin. Aber für Indoor-Sport, ja, vormittags, zwischen 10:20 Uhr und 10:34 Uhr wäre es für Indoor-Sport wahrscheinlich geeignet, von der Temperatur her. Wir fangen einfach mal an mit dem Video. Lehnt euch zurück, schnallt euch an, haltet euch die Ohren zu. Metal-Leute, Servus und willkommen beim Drachen. Ja, das Video hier wird heute aus zwei Ausschnitten. Das eine ist von vor 2 Tagen und das andere. Rainer, Moment, würdest du eventuell erstmal den Ventilator ausschalten oder was auch immer da gerade im Hintergrund dieses laute Nö macht? Es stört. Dann nehme ich jetzt heute auf. Und ja, ich bin teilweise ein bisschen abgeschweift. Das werde ich dann natürlich schneiden. Außerdem Natürlich wird er das schneiden. Werde ich hier an der Aufnahme hier jetzt noch ein bisschen was anderes sagen. Ich weiß nicht, ob man das groß erkennt oder sieht. Gut, im Großen und Ganzen war es das jetzt eigentlich soweit. Okay, danke. Danke fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Anja, geht noch weiter. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und bin mal gespannt, was da für Reaktionen auf dieses Video hier kommen. Ach, er wollte Reaktion. Huch. Wie kommt das jetzt? Also, wir haben ihn ja eben gesehen und jetzt. Jetzt sieht er viel schlanker aus. Wie kommt das? Es hat was von Don Johnson. Also ein dicker Don Johnson, aber Don Johnson. Gut, wir haben jetzt zwei Fragen, die lese ich euch schnell vor. Das eine. Er liest uns schnell vor. Okay. Rainer, übrigens, du hast die Haare heute wieder wunderschön. Ist von Löffel versus Drachenhater. Er hat geschrieben: Würdest du, wenn du studieren würdest, eher Jura oder Medizin studieren? Die andere Frage ist von Not Steak: Würdest du eher Physik oder eher Psychologie studieren? Okay, die Frage gebe ich mal an euch weiter. Was wäre euch lieber, Jura oder Medizin? Und das zweite, was war Physik oder Psychologie? Also, ich würde eher Jura als Medizin, weil, ja, diese Hände hätten Chirurg werden sollen. Aber diese Augen können kein Blut sehen. Das ist halt sehr unpraktisch.
Und man sagt, ey, Physik, Leute, ernsthaft, das ist ja unfassbar schwer. Da muss man sogar Mathe können. Da beide Fragen mehr oder weniger miteinander zu tun haben, nicht nur wegen dem Studieren, sondern auch wegen Medizin und Psychologie, was für mich im Prinzip in eine Kategorie gehört, da Psychologie ja auch oft medizinische Gründe oder Hintergründe hat. Psychologie hat medizinische Hintergründe oder Gründe. Also es gibt Psychiater, das sind eigentlich Mediziner mit einer Zusatzausbildung. Und ja, es gibt halt auch Therapien, wo man Blabla macht und Medikamente. Vielleicht meint er das. Ich persönlich hasse es, dass ich manchmal einfach nicht, ich kann keinen klaren Gedanken fassen, ich habe Probleme mit meinem Gedächtnis und ich habe Probleme, mich zu konzentrieren. Das ist so eine Sache, die mich persönlich sehr stört, die mit der Psychologie, also mit meinem psychischen Zustand auch zu tun hat. Junge, die Schnitte sind wild heute, die sind fast so wild wie deine Frisur. Ja, Rainer, also wenn dich das stört, hast du mal überlegt, was dagegen zu tun? Es gibt da professionelle Hilfsangebote, also zum Beispiel bei ADS, sofern man das wirklich hat, da gibt es ja schon einige Behandlungen. Da gibt es dieses Rudilin oder Ramonalin, nee, wie hieß das, Ritalin und psychologische Dingerriche. Ich könnte mal kurz, ich kann es aber auch lassen, im Internet googeln. Aber Rainer, da kann man doch was dagegen tun. Gut, hier muss ich mir kurz zwischengrätschen, eines von vielen Malen. Ich möchte euch hier bitten, erst einmal abzuwarten. Ich habe das ein bisschen blöd ausgedrückt, aber genau warum ich das so blöd ausdrücke und warum... Alter, sorry, ich kann mich absolut nicht auf das konzentrieren, was du sagst, weil ich bin so gefangen von dieser Frisur. Da ist noch eine Frisur, oder? Also, das ist ein komplett wild. Das ist komplett irre, was er da auf dem Kopf hat. Ich solche komischen Schlüsse ziehe und so komische Aussagen treffe, das erkläre ich im Laufe des Videos noch. Also tut mir den Gefallen und wartet mit euren Kommentaren vorerst noch. Ich persönlich denke in einer Minute über 1000 verschiedene Möglichkeiten nach, irgendeinem ein Problem zu lösen. Okay, hast du auch schon mal ein Problem gelöst oder denkst du nur über Möglichkeiten nach, wie irgendjemand anderes es eventuell lösen könnte? Und kommen dabei auf Lösungen oder auf Lösungsideen, die andere gar nicht in Erwägung ziehen würden. Ja, weil sie doof sind. Also die Ideen. Wiederum andere, die den logischen oder den ganz leichten Schritt wählen, weil es einfach eine sehr leichte Lösung gibt. Ja, wie gesagt, ich denke einfach manchmal zu umständlich, um das einfach auszudrücken. Es wird heute auch um einen anderen YouTuber gehen, beziehungsweise ehemaligen YouTuber, beziehungsweise neuen YouTuber. Ich weiß gar nicht, wie genau man ihn jetzt kategorieren muss. Was? Bitte. Es geht um einen YouTuber, der neu und ehemalig ist. Also der hat gerade angefangen und direkt wieder aufgehört. Oder wie jetzt? Muss eigentlich. Und zwar um den guten Regenbogenschaf. Bester Mann. Er ist eigentlich das perfekte Beispiel für einen Menschen, der definitiv Suizide hat. Was? Wovon redest du jetzt? Also es sollte doch eigentlich darum gehen, wie bei dir oben da diese paar Zahnräder, die sich da hinter der Stirn drehen, funktionieren. Jetzt geht's wieder um Regenbogenschaf, also um die Hater. Und der hat Suizide? Macht er jeden Tag Harakiri vorm Frühstück oder was redet er da? Oder Defizite, Ah, okay. Ja, Defizite, er kann halt kein Hochdeutsch. Aber Rainer, Glashaus und Steine. Defizite sind es, glaube ich. Entschuldigung. Falls ich irgendeinen Begriff falsch ausspreche oder falsch definiere. Falsch verwende, Rainer. Dann liegt es daran, dass ich die genaue Definierung nicht im Kopf habe. Rainer, nein, das liegt daran, dass du der Bildung so nahe stehst. Wie eine gewisse Außenministerin einem fehlerfreien Satz. Also, das sind Welten. Aber trotzdem willst du klug klingen. Und dann verwendest du halt Worte, die du irgendwann mal aufgeschnappt hast, von denen du meinst, das könnte in etwa das bedeuten.
Und dann stimmt's halt nicht, Rainer. Das ist jetzt quasi so eine Art Hyperbe. Ist dann noch, als ihm das einer beigebracht hat und er hat nicht mal das Wort richtig gehört. Hier, welche ist? Das ist zum Beispiel eine dieser Probleme, warum ich mich oft verhaspel und warum ich oft durcheinander komme. Ja, Rainer, aber das hängt einfach damit zu tun, dass du komplett ungebildet bist. Er hat sehr viele Defizite. Es gibt sehr viele Aspekte von Regenbogenschaf, die ihr nie mitbekommen habt oder die ihr nie so wahrgenommen habt. Die sagen jetzt alle, ja, du bist doch derjenige, der das und das Problem hat. Du bist doch derjenige, der... Also sie versuchen immer die ganzen Fehler, die Regenbogenschaf gemacht hat oder macht, auf mich zu projizieren. Sie versuchen... Also die versuchen, die Fehler, die eine Person gemacht hat, so zu drehen, dass es gar nicht die Fehler der Person waren, sondern dass diese Person nicht derjenige war, der herging, um die Scheiße zu bauen, sondern eine andere Person. Ah, solche Leute sind das. Ah, ich glaube, da kenne ich noch jemanden, der macht das, Rainer. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Mir fällt der Name nicht ein, Rainer. Keine Ahnung, Herr Winkler, wie der heißt, aber es gibt da einen. Ich komme leider nicht drauf. Versuchen mich quasi in diese psychologische Situation zu drängen, dass ich quasi an meinem eigenen Verstand zweifle. Gut, für mich jetzt die letzte Aufnahme. Für euch geht das Video noch ein ganzes Stück länger, weil es verhältnismäßig sehr lange ist, das Video. War das eine Drohung? Dafür entschuldige ich mich gleich mal im Vorfeld. Und ich habe mich schon tausendmal dafür entschuldigt. Das Rauschen im Hintergrund ist mein Rechner, also bitte Entschuldigung. Okay, dann ist es der Rechner und nicht der Ventilator. Wieso ist dein Rechner so laut, Rainer? Hast du mal versucht, den Lüfter auszusaugen? Also es gibt Leute, die machen regelmäßig den Rechner auf und dann wird sogar der Lüfter abgebaut. Dann kommt natürlich neue Wärmepaste. Und, ne, ihr wisst ja, dann wird das alles komplett zerlegt und schön sauber gemacht, damit alles staubfrei ist. Die Ritzen werden geputzt. Es gibt sogar Leute, die sind so bekloppt, die bauen das Netzteil auseinander und machen das sauber, damit alles schön leise läuft. Ich möchte jetzt noch eine Sache ansprechen in Bezug auf Regenbogenschaf und in Bezug auf die Hater. Weil ich das im Video selber irgendwie blöd rübergebracht habe. Ja, das ist übrigens das allerletzte Mal, dass Regenbogenschaf erwähnt wird. Er wird ihn nie wieder mit auch nur einem Wort erwähnen. Ich finde, manche Menschen, manche Hater sollten sich definitiv in Therapie begeben. Regenbogenschaf ist definitiv jemand, der hat narzisstische und soziopathische Neigungen. Und ich persönlich... Der hat eine zystische Neigung. Was ist denn eine zystische Neigung? Oder meinst du narzisstischen? Rainer, weißt du, was diese Worte bedeuten? Ihr habt ja viele Sachen gar nicht mitbekommen, die er gemacht hat, aber er ist mir zum Beispiel in jedem Spiel, in dem ich war und das er mitbekommen hat, der ist mir jedes Mal in jeden Raum nachgejoint, in jede Lobby nachgejoint, der hat mich privat und online, öffentlich, hat er mich jedes Mal so gestalkt, dass das wirklich krankhaft war. Ja, das haben wir alle nicht mitbekommen, weil Regenbogenschaf hat das ja nie aufgenommen und hochgeladen. Hätte er mal machen sollen, hätten viele Leute bestimmt gerne zugesehen, hätte er auch einige Likes für bekommen. Aber er hat es halt immer für sich behalten, leider. Oder zum Glück, man weiß es nicht. Und das sind so Sachen, die ihr teilweise mitbekommen habt und teilweise habt ihr das gar nicht mitbekommen, weil ich das nie öffentlich gemacht habe oder weil auch er es nicht öffentlich gemacht hat, weil er nicht wollte, dass wir Leute überhaupt begreifen, wie soziopathisch und wie krank der Typ ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich persönlich war noch nie in Therapie. Mich würde... Ja, Rainer, siehst du, und da fängt doch schon mal der Fehler an. Du sagst doch selbst, du hast ja ADAC und bist Leckerholiker. Und warst doch nie in Therapie. Merkst du, dass da irgendwie was dran falsch ist? Und nein, an der Therapie ist überhaupt nichts Ehrenrühriges. Wenn man irgendwas hat und braucht eine Therapie, ja, dann braucht man halt eine Therapie. Das sucht man sich nicht aus und man ist nicht bekloppt, wenn man zum Therapeuten geht. Würde es aber mal interessieren und fast... Gut, es gibt natürlich Leute, die sind bekloppt und gehen deswegen zum Therapeuten, aber es heißt nicht automatisch, dass man bekloppt ist, wenn man zum Therapeuten geht. Zum Beispiel, wenn einer eine wirklich stark ausgeprägte Phobie hat gegen Spinnen und deswegen eine Therapie macht, dann ist der nicht bekloppt. Eigentlich im Gegenteil, weil er versucht ja dann wirklich von sich aus was gegen diese Phobie zu machen.
Ja, damit er sein Leben besser lebt, ne, kann. Damit er sich sein. Da kann er auch seinen Garten, ne, verschönern, ne? Weil ihr wisst ja, draußen rennen auch deutsche Taranteln rum und so. Faszinierend. Jeder sagt zu mir immer, ey, du musst doch in irgendeiner Art und Weise im Unterbewusstsein Probleme haben. Du frisst das alles ins Unterbewusstsein. Nein, tatsächlich ist das nicht der Fall. Stimmt, er frisst das alles ins kleine Bäuchlein und in die diversen Asche. Wenn ich im Unterbewusstsein irgendwelche Probleme hätte, dann würde ich das merken durch Träume. Ich hätte ständig Albträume von Hatern und so weiter. Versteh mich nicht falsch. Wenn ich mal ein Video mache und das nicht hochlade oder so, habe ich schon Probleme. Dann denke ich mir jetzt mal... Aber das ist nie ein Grund der Hater. Das ist immer irgendwie mein eigenes Unvermögen, das so hinzukriegen, wie ich das will. Okay, Zwischenfrage mal. Träume. Man träumt ja eigentlich... Immer, wenn man schläft, also in der Traumphase. Ich glaube, war die REM-Phase, ne? Rapid Eye Movement, das ist da, wenn man träumt, glaube ich. Und man träumt ja immer, man kann sich aber nur an einen Bruchteil der Träume erinnern. Das bedeutet doch auch, man kann sich nicht an alle Albträume, die man hat, erinnern. Also ich habe mal irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, man kann sich eigentlich nur an die Träume erinnern, die man hatte, direkt bevor man aufgewacht ist oder wenn man während des Traums aufwacht, weil der Traum dann noch nicht fertig war oder so ähnlich. Kann auch sein, dass bei irgendwelchen Träumen, dass das irgendwie so tief sitzend ist, dass es trotz Traum nicht verwurstet wurde und man sich trotz dann dran erinnert. Oder ich bin kein Psychologiker, aber es gibt viele Träume, an die man sich nicht erinnert, Rainer. Woher weißt du, dass du keine Albträume hast? Hat aber mit den Hatern selber nichts zu tun. Ich träume zum Beispiel nicht davon, dass ich jedes Mal irgendwelche Hater blocke. Drool zum Beispiel. Man könnte sagen, er ist das beste Beispiel dafür. Ich blocke diesen Menschen bestimmt 5, 6, 7, 10 Mal am Tag manchmal. Kommt immer auf den Tag an, wie krank er wirklich ist. Er ist zum Beispiel auch einer dieser Hater, wobei er ist ja eigentlich, soweit ich weiß, ist es eigentlich Regenbogenscharf. Oder ich gehe davon aus, dass es Regenbogenscharf nur mit anderem Namen ist. Drew ist einer dieser besten Beispiele, genau wie Regenbogenscharf, wie krankhaft die sind. Ich habe den bestimmt schon 100, 200, 300 Mal geblockt. Im Ganzen, also nicht nur auf Twitter. Auf Twitter hat er, glaube ich, 122, 152, irgendwie sowas, habe ich den schon geblockt, weil er immer eine Zahl dazu geschrieben hat. Also ich weiß nicht, wie oft ich den mittlerweile geblockt habe. Das ist aber ein schöner Service von ihm, dass er sich selbst da durchnummeriert, damit man ein bisschen auch den Überblick behält. Und dann kommt er noch auf Twitter, auf Instagram, auf YouNow. Der kommt überall dazu. Ich persönlich würde mich gerne mal in Therapie begeben. Nicht. Ja, dann mach das doch. Zum Beispiel ein Anti-Aggressionstraining. Das wurde dir auch mal vom Gericht verordnet. Hast du das eigentlich gemacht? Weil ich irgendwie Probleme habe, sondern weil es mich mal interessieren würde. Alle sagen immer, du frisst das alles in dein Du würdest dich in Therapie begeben, weil es dich mal interessieren würde. Also Rainer, wenn du der Meinung bist, dass du keine Therapie brauchst, dann solltest du dich auch nicht in eine Therapie begeben, weil dann würdest du ja, wenn du keine brauchst, jemandem, der eine Therapie braucht, den Platz wegnehmen. Und Therapieplätze sind knapp. Also wir haben Wartezeiten in Deutschland auf Therapien, ich glaube 2-3 Jahre mittlerweile. Viele Therapeuten nehmen auch überhaupt keine Kassenpatienten mehr an, habe ich gehört. Rainer, das wäre ziemlich assi. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so, du hast eine Gruppentherapie und da sitzt so ein Tourist drin, also wirklich einer, der nur drin sitzt, weil es ihn mal interessiert, da kannst du doch nicht frei von der Leber wegreden. Kannst du doch vergessen, da ist so die komplette Therapie für die ganze Gruppe, ist die ganze Therapie völlig für die Katz, weil ein Touri drin sitzt, den es einfach mal interessiert. Unterbewusstsein und du merkst es gar nicht. Ich persönlich glaube, wenn ich es im Unterbewusstsein aufstauen würde, würde ich das durch meine Träume spätestens merken oder durch irgendwelche anderen Sachen. Tatsächlich habe ich aber in diesem Bezug nie irgendwelche Probleme gehabt oder nie irgendwelche Situationen gehabt. Und deswegen glaube ich, dass ich da im Unterbewusstsein überhaupt nichts in dem Bezug habe. Im Prinzip könnte man es so erklären, es geht weder zum einen Ohr rein noch zum anderen raus, sondern es geht einfach komplett an mir vorbei. Es interessiert mich einfach nicht. Ja, das hat man auch immer gemerkt. Es geht ihm an sämtlichen Arschen vorbei. Das hat ihn überhaupt nicht berührt. Er war ja dann auch nie aufgeregt. Oder hier zum Beispiel mit Bonneklings. Den hat er halt auf Englisch fertig gemacht und hat dann weggeklickt und dann war das Thema für ihn gegessen. Es war nicht so, dass er dann da gesessen und geheult hat oder so. Ich würde einfach mal, ich habe das einmal vor einiger Zeit angesprochen, ich habe überlegt, nochmal zum Therapeuten zu gehen, weil mich das interessieren würde. Ein professionell ausgebildeter Therapeut kann die Sachen, die man im Unterbewusstsein aufstaut, aber selber nicht registriert, tatsächlich an die Oberfläche holen. Und genau das ist der Grund, warum ich das gerne mal machen würde. Mich würde das
Ja, dann mach das doch. Du wolltest doch auch mal ein psychologisches Gutachten über dich einholen, um uns allen zu beweisen, was du für ein bumperlgesunder Burschi du bist. Das hast du auch nie gemacht. Mich interessieren, ob das so wäre, ob das so funktionieren würde. Bin ich mal gespannt. Dann wünsche ich jetzt euch noch viel Spaß mit dem restlichen Video. Tut mir leid, dass es so lang ist. Da ich aber zum Glück immer eigentlich ziemlich genau weiß, was ich gesagt habe, eben genau wegen meinen Problemen, dass ich immer oft genau überlege oder legen will oder sagen will, was ich sage. Oder was? Er weiß genau, was er gesagt hat, weil er immer genau überlegen will oder sagen will, was er sagt. Rainer, weißt du, was du gerade gesagt hast? Mache, habe ich meistens das Glück, dass ich dann doch da in dem Bezug ein recht gutes Gedächtnis hat. Wo mein Gedächtnis aufhört, sind zum Beispiel Zahlen, Namen, Gesichter. Da habe ich... Ja, und alles, was vor 3 Sekunden oder länger her ist. ...auf Probleme. Wobei es auch manche Menschen gibt, die haben so eine Hackfresse, die kann ich gar nicht vergessen, weil die haben irgendwie einen Pickel im Gesicht. Oder, na gut, Pickel verschwinden ja auch, aber ihr wisst, was ich meine. Die haben irgendwie ein Muttermal oder irgendwas Unauffälliges, was anderen nicht auffällt, aber mir... Und das nennst du Hackfresse, Rainer. Ich finde ich ja toll, wie empathisch er da ist. Also wenn ein Mensch jetzt irgendwie, ja, sagen wir mal, Merkmal im Gesicht hat, das jetzt vielleicht nicht dem Schönheitsideal entspricht. Unter dem er eventuell sogar leidet. Manche Leute leiden ja auch unter einem Muttermal. Oh, Hackfresse, passt schon. Gut so, Rainer, weiter. Mir fällt sowas auf. Da ist wieder mein kompliziertes Denken dabei. Psychologie ist eine sehr interessante Sache. Kann es sein, dass ich das jetzt mit der Physiologie verwechsel? Also ich würde fast sagen, wir können damit rechnen, dass du es mit irgendwas verwechselst. Also Rainer, Psychologie ist nicht das, wo man Saurier ausgräbt. Aber ich erkläre das jetzt mal folgendermaßen. Mein Kopf bzw. mein Denken, stellt euch das vor wie ein Sieb. Es gibt Siebe, die sind klar, also wo man, wenn man oben durchschüttet, wirklich viel unten rauskommt. Und es gibt Siebe, die haben bloß kleine Löcher, wo bloß langsam was rauskommt. Bei mir ist es so, dass ich eins habe, das ist eigentlich ein blödes Beispiel. Hast du auch schon gemerkt, ne? Wobei ein Sieb eigentlich ein gutes Beispiel ist. Ah, blödes Beispiel, aber gutes Beispiel. Rainer, wie wär's damit? Dein Gedächtnis ist wie eine Schublade. Wenn du was brauchst, dann klemmt sie. Okay, stellt euch so vor. Mein Kopf bzw. mein Gedanken sind das mit den kleinen Löchern. Das bedeutet, dass oft Gedanken durchsprudeln, die recht einfach zu verarbeiten sind. Deine Gedanken sind kleine Löcher. Also, Rainer, ich hab's... Aber das ist faszinierend. Genauso habe ich mir das bei ihm auch immer vorgestellt. Sein Verstand ist quasi ein Loch im Nichts. So habe ich mir sein Verstand immer vorgestellt. Die auch sehr schnell zu verarbeiten sind, wie zum Beispiel mein Dialekt. Ich denke nicht darüber nach, ob ich Etzerlas sage oder nicht. Weil es ist für mich einfach umgangssprachlich. Würde ich mich jetzt mehr konzentrieren oder könnte ich mich konzentrieren, würde ich in meinen Videos nie Etzerlas verwenden, nach den ganzen Hater-Aktionen. Ich würde zum Beispiel auch, das habe ich eine Zeit lang immer versucht, sehr aggressiv zu machen, ich würde Metal, Leute, sagen. Dann sag das doch. Und nicht Mill. Rainer, sowas kann man sich antrainieren. Ja, ich spreche das immer Metal aus. Ja. Das liegt aber bei mir daran, dass ich es im Dialekt so ausspreche. Ja, Rainer, und daran ist auch gar nichts Schlimmes. Dialekte sind was Schönes. Das... Die haben, also viele, gerade viele so südliche Dialekte, die haben auch eine schöne Klangfarbe. Ich mag, also ich mag, mir persönlich gefallen die Gleis Geschmackssache, aber ich persönlich finde, Dialekte sind wirklich was Schönes. Und Rainer, wenn du das Metal aussprichst, dann sprichst du es halt Metal aus, da ist doch nichts Schlimmes dabei. Das könnte sowas wie dein Markenzeichen sein, aber wenn du dann halt total abgehst, wenn andere das so schreiben oder so aussprechen und du dich dadurch angegriffen fühlst, ist es A, klar, dass die damit weitermachen und B, kannst du es dann nicht als ein Markenzeichen nehmen. Dann sagst du, hey, guck mal, die sagen auch Metal. Jo, die haben das von mir übernommen. Super. Aber nein, leider gar nicht, wie Dr. Oll immer so schön zu sagen pflegte.
Geschrieben habe ich Metal immer M-E-T-A-L. Noch nie habe ich das anders geschrieben. Das habe ich in meinen alten Videos so geschrieben und es war bei mir von Anfang an so geschrieben. Die Hater haben sich über meinen Dialekt lustig gemacht und dabei Metal-Loide geschrieben, um mich mit meiner Rechtschreibung zu verarschen. Gut, ich muss mal kurz wieder zwischengrätschen und zwar zum Thema... Hat er nicht vorhin gesagt, das war seine letzte Einblendung? Thema Rechtschreibung. Bei meiner Rechtschreibung gibt es mittlerweile zwei Aspekte. Ja, sie ist furchtbar und sie ist unleserlich. Ich gebe mir mittlerweile, wenn ich schreibe, eigentlich kaum noch Mühe. Davon abgesehen gibt er sich, seit er aus der Schule raus ist, immer extrem viel Mühe und hat sich auch massiv verbessert. Internet und öffentlich, einfach weil sowieso alle von mir erwarten, dass ich Rechtschreibung nicht beherrsche. Auf der anderen Seite, es gibt Worte wie zum Beispiel Metal, die mir sehr wichtig sind. Und ich nie falsch geschrieben habe, weil ich da von Anfang an immer gefragt habe. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass er auch einmal M-E-T-E-L geschrieben hat. Wie schreibt man das und so weiter und so fort. Es passieren mir sehr schnell Leichtsinnsfehler, weil ich oft vielleicht bloß mit einem L schreibe oder so. Und mein Problem mit meiner Legasthenie... Bist du sicher, dass du Legasthenie hast, Rainer? Also ich habe bei dir immer eher das Gefühl, du hast nie wirklich gelesen, also richtig lesen. Jetzt nicht irgendwelche Comics, wo man nur die Bilder anguckt oder in irgendwelchen Foren, wo Leute irgendeinen Stuss zusammen tippen, die genauso intelligent sind wie du, sondern so richtige Bücher von Leuten, die Sprache können. Und dadurch lernst du die Sprache und du erkennst dann auch sofort, wenn ein Wort falsch geschrieben ist, weil es einfach falsch aussieht. Wenn du dann bei vielleicht nur ein L drin hast, weißt du vielleicht auf den ersten Blick gar nicht, was genau falsch ist, aber du siehst sofort, Moment mal, da stimmt was nicht. Das geht ja komplett ab. Da ich meinen Dialekt ja habe, ist es für mich sehr schwierig, manche Worte richtig zu schreiben, weil ich... Ja, Rainer, genau das ist es. Du bestätigst mich nämlich gerade. Die nach Dialekt schreibe. Ja, genau, Rainer. Sehr schön, du bestätigst mich gerade, das ist kein Zeichen von Legasthenie. Das ist einfach nur das Zeichen dafür, dass du damals in der Schule, als du hättest lesen und schreiben lernen sollen, zu faul warst, das zu tun. Du hast keine Bücher gelesen, die sind nämlich meistens, es gibt auch Bücher mit Dialekt, also wo zum Beispiel jetzt Dialoge dann in Dialekt abgefasst sind, zum Beispiel Tommy Jaud, was war's? Resturlaub, da ist viele Dialoge in Dialekt drin. Und von Meyrink, Walpurgisnacht, das sind die Dialoge in Dialekt. Deswegen habe ich das Buch dann auch sehr schnell in die Ecke gepfeffert. Weil höre ich ab und zu ganz gerne bämisch, aber lese ich nicht gerne. Also es war auch von der Handlung unfassbar langweilig. Also eine Horde degenerierter Adliger sitzen auf dem Ratschin und schlagen die Zeit tot, weil sie einfach gar nicht wissen, was sie anfangen sollen mit ihrer Zeit. Und es war kompletter Blödsinn. Und dann noch in diesem Dialekt geschrieben. Also, ach nee, nicht zum Aushalten. Ja, Rainer, du hast halt nie gelernt, wie diese Worte in Hochdeutsch geschrieben sind, wie die auszusehen haben. Deswegen weißt du nicht, wie man die schreibt. Das hat überhaupt nichts mit Legasthenie zu tun. Das bedeutet, ich schreibe sie so, wie ich sie spreche, was bei vielen Worten natürlich ein dummer Fehler ist. Wie gesagt, es gibt Worte wie zum Beispiel Metal, die ich nie falsch geschrieben habe, weil mir diese Worte unglaublich wichtig sind, weil sie für mich das symbolisieren, was die... Es ist das Wort, das bezeichnet, was ich feiere. Es ist das Wort der Musik oder es ist der Name der Musik, die ich feiere. Ja, also Matthias Reim, Roger Whittaker, Tokyo Hotel und so. Und deswegen bewundere ich dieses Wort, beziehungsweise bewundere, was es ausdrückt, was es aussagt. Ich bewundere die ganze Vielfalt dieses Namens oder dieses Wortes. Falls ihr das Gefühl habt, ihr müsst mit der Stirn auf die Tischplatte hämmern, tut euch keinen Zwang an, aber legt ein Kissen dazwischen, das kann echt wehtun. Und vor allem diese ständigen Erschütterungen am Gehirn können bleibende Schäden nach sich ziehen. Und wenn es ganz dumm läuft, macht ihr irgendwann Videos, in denen ihr darüber redet, wie wichtig euch das Wort Metal ist, weil es alles ausdrückt, was ihr seid, wo ihr wart, wo ihr hin wollt, wo der Bartel den Most holt, wo der Frosch die Locken hat, wie es aussieht, wenn der Papst in Unterhose boxt. Ihr wisst schon, ne? Also lieber ein Kissen dazwischen legen. Aus meinem Lieblingsbuch Aragorn gibt es die Aussage, Worte haben große Macht.
Ein Wort mag an und für sich nicht wirklich groß bedeutend sein oder aussehen, aber es bedeutet oder es sagt aus, was etwas ist, wie etwas heißt, was etwas zu sein hat. Es ist im Prinzip das, was es ausdrückt, was wir tun, was wir machen, was wir sagen. Ja, Rainer, nicht umsonst hat man früher Sprache eigentlich mit Magie gleichgesetzt. Das war also besonders Schriftsprache jetzt. Weil, stell dir das mal vor, jemand schreibt was auf und kann damit seine Gedanken auf andere Menschen übertragen. Natürlich nur, sofern diese Menschen in der Lage sind, das zu lesen. Aber da kann jemand, was er gerade denkt, zum Beispiel in einen Stein am Wegesrand meißeln und noch Jahrhunderte später, wenn Leute da vorbeilaufen und diesen Text sehen, werden sie wissen, was er da gedacht hat. Das ist Magie. Zauberei. Ich bewundere jeden, der die Rechtschreibung richtig beherrscht. Du darfst mir huldigen. Aber nur ein bisschen, ich mache auch viele Fehler. Ich kann es aufgrund meines ADS und Legasthenie leider nie richtig lernen. Oder... Du hast keine Legasthenie, Rainer. Ich gebe mir auch sehr viel Mühe, was aber viele anscheinend gar nicht registrieren. Die meisten registrieren lediglich, ja, Pech gehabt, du bist scheiße, ist ungefähr. Finde ich sehr schade, denn im Prinzip verarschen sie sich damit erst selbst. Sie verarschen sich selbst, indem sie registrieren, dass er einfach absolut null Fortschritte macht. Inwiefern verarscht man sich damit selbst, Rainer? Also du behauptest, du gibst dir Mühe, machst aber eher Rückschritte als Fortschritte und dann verarscht man sich selbst, wenn man dir nicht glaubt, dass du dir ganz, ganz dolle viel Mühe gibst. Okay, ja, nee, gut, klingt logisch. Irgendwo im Paralleluniversum. Persönlich bedauere das sehr. Und um ehrlich zu sein, ich warte noch drauf, dass irgendwann die Kids anfangen, das im Internet falsch zu schreiben und irgendwann ihre ganzen Deutscharbeiten verhauen. Ganz ehrlich, Leute, achtet auf eure Rechtschreibung. Denn seid froh, wenn ihr die Rechtschreibung beherrscht und wenn ihr das registriert, wenn ihr irgendeinen Fehler macht. Ja, da spricht da was Wahres an. Aber Reini, das Kind liegt schon im Brunnen. Die Kids haben es mit der Rechtschreibung schon überhaupt nicht mehr. Das liegt unter anderem auch daran, dass man irgendwann mal in der Grundschule angefangen hat, den Kindern beizubringen, wenn ein neues Wort kam, das sie schreiben wollten, schreib einfach, wie du es hörst. Also gewöhnst dir erstmal falsch an und später dann auf der weiterführenden Schule, da wirst du dann umgeschult, wie es richtig geht. Also, ich frage mich, Vollidiot sich diesen Stuss ausgedacht hat, anstatt den Kindern direkt beizubringen, wenn die nicht wissen, wie schreibe ich das Wort, das will ich jetzt benutzen in meinem Aufsatz, mein schönster Ferientag, und die wollen unbedingt dieses Wort benutzen, wissen nicht, wie man schreibt, anstatt dann, dass der Lehrer sagt, okay, ich schreibe es an die Tafel für alle, dann wissen es alle und gut ist, nein, schreib, wie du es hörst, vielleicht kann ich erkennen, was damit gemeint ist und du wirst dir so angewöhnen. Und diesen Fehler wirst du dein Leben lang machen. Das ist unfassbar. Aber wir schweifen vom Thema ab, mal wieder. Wenn ich meine Sachen öfter nachlesen würde, wenn ich irgendwas schreibe, irgendeinen Post, und ich würde das nachlesen, dann könnte ich das auch jedes Mal korrigieren. Und zwar nein, Rainer, weil du siehst doch nicht, dass da Fehler drin sind. Du schreibst kompletten Stuss, weil du halt einfach nicht weißt, wie die Worte richtig geschrieben werden. Und du erkennst dann natürlich auch in den seltensten Fällen, dass sie falsch geschrieben werden. Wen und wenn konnte er noch nie unterscheiden. Wirklich jedes Mal. Was ich nebenbei bemerkt, wen, gerade rede ich davon, ich was am Rechner Skript oder Buch technisch schreibe, immer mache und kann. Also urteilt nicht über mich aufgrund meiner öffentlichen Posts. Rainer, allein schon die Formulierung ist waffenscheinpflichtig. So schreibt man nicht, so spricht man. Das ist auch nicht... Ich weiß, viele Leute schreiben so, wie sie umgangssprachlich sprechen. Also umgangssprachlich sprechen, war das jetzt doppelt gemoppelt? Ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja dieses Schriftdeutsch. Das ist anders als das, was man im normalen Umgang spricht. Ich meine, wer befleißigt sich... Im normalen Umgang schon des Genitivs. Sind wir mal ehrlich, kein Mensch. Im reinen Schriftdeutsch macht man das schon. Rainer, das ist nicht mal umgangssprachlich formuliert, was du da schreibst. Das ist einfach Grütze. Aber ich habe einfach keine Lust, das...
Aber der Frisur ist cool. Nochmal nachzulesen, weil ich keinen Bock habe, mir die extra Mühe zu machen für einen Haufen Arschlöcher. Bitte um Verzeihung, damit sind natürlich nur die Hater gemeint, die sich sowieso drüber beschweren, ich bin scheiße. Alter, aber wenn du dir die Mühe machen würdest, würdest du dir diese Mühe auch für die Zuschauer machen, die keine Pieplöcher sind, denn die müssen sich durch deine Texte ja auch wühlen und das dann irgendwie in eine verständliche Sprache übersetzen. Und die Pieplöcher hätten einen Grund weniger, dir zu sagen, dass du Kacker bist. Weil du servierst es ihnen ja auf dem Silbertablett. Was erwartest du dann? Tatsächlich haben sie sich eigentlich dabei in den eigenen Arsch gekniffen. Denn ich habe es noch nie falsch geschrieben. Ich habe Metal immer M-E-T-A-L geschrieben, wie es so richtig geschrieben wird. Und Leute, ich habe... Wie gesagt, also bin mir ziemlich sicher, er hat es auch mal M-E-T-E-L geschrieben und dann waren auch mal zwei L drin und ich glaube sogar mal zwei T. Ich habe Leute, glaube ich, noch nie falsch geschrieben. So, ich spreche es nur, weil es umgangssprachlich in Franken eben mit D ausgesprochen wird. Man könnte auch sagen... Wie ja, Rainer, und rat mal, warum es die Leute so schreiben. M-E-D-D-L... L-O-I-D-E. Die schreiben es so, wie du es aussprichst, nicht wie du es geschrieben hast. Weil sie damit deine Aussprache, also sie weisen auf deine Aussprache hin. Das ist so eine Art geschriebenes Erkennungszeichen. Es sind ein paar Weicheier, die alles ein bisschen weicher ausdrücken. Aber um ehrlich zu sein, die meisten Franken, die ich kenne, sind ein ziemlicher harter Haufen. Um jetzt mal den Spaß beiseite zu lassen, es ist wirklich so, dass ich mich wirklich noch nie verschrieben habe, was Metal angeht. Das liegt daran, trotz meiner Legasthenie habe ich unglaublich Respekt vor Leuten, die richtig schreiben können. Egal, ob das irgendjemand sagt oder nicht. Für mich ist es so, ihr müsst es euch so vorstellen, euer Kopf ist ein Sieb, das komplett alles so schnell wie möglich durchlässt. Ihr könnt schneller denken als ich, weil ich über 1000 verschiedene Sachen nachdenke, während ihr schon die Lösung habt. Ich mag mich irren. Es gibt ja häufiger diesen Vergleich, so mein Gedächtnis ist wie ein Sieb, aber damit wird doch gemeint, ja, Sieb halt im Sinn von, es ist nicht wie eine Schüssel, die den Inhalt hält, sondern ein Sieb, der Inhalt rieselt einfach wieder raus und dann ist die Birne leer. Also nicht mal das kann er. Aber Rainer, um auf deinen letzten Satz mal einzugehen, ja, andere Leute haben eine Lösung oder eine Antwort auf eine Frage, bei der du stundenlang rumkrebst. Ja, glaubst du, bei denen läuft dann hinterher die Birne im Leerlauf, auf Standgas? Es geht doch bei jedem Mensch permanent irgendwelche Gedanken. Da ist doch, im Kopf ist doch dauernd Feuerwerk. Das Gehirn arbeitet am laufenden Meter. Es macht nie Pause. Sollte man in die Gewerkschaft eintreten? Ich glaube, ich red mal mit meiner Birne nach dem Urlaub. Fülle ich den Antrag aus für die Gewerkschaft. Durch mein ADS, beziehungsweise durch meinen Verstand. Mein Verstand arbeitet anders als eure oder als der meisten Menschen. Ich arbeite an verschiedenen Lösungen oder denke über so viele verschiedene Sachen nach und kann mich nicht konzentrieren dadurch. Das ist für mich natürlich ein sehr großes Problem. Aber ich persönlich bewundere Menschen, bei denen das nicht so ist. Ja, Rainer, hast du da mal überlegt? Eins der Therapieangebote in Anspruch zu nehmen, das es gibt bei ADS, dann könntest du nämlich wie diese Menschen, die du angeblich bewunderst, auch so denken. Also dich wirklich auf ein Thema konzentrieren und das dann Step by Step abarbeiten. Also glaub nicht wirklich, dass er wirklich ADS hat. Es könnte sein, also es ist, soweit ich weiß, nicht diagnostiziert, aber es könnte ja sein, dass er es trotzdem hat. Nur weil es nicht diagnostiziert ist, heißt ja nicht, dass er es nicht hat. Also einige Sachen würden schon passen, so die Sprunghaftigkeit, auch die kaputte Impulskontrolle. Ich habe das immer wieder in Videos angesprochen und ich glaube, ich kriege das heute endlich mal hin. Es kann sich keiner vorstellen, wie das ist. Man müsste wirklich in der Lage sein, den menschlichen Verstand zu drosseln. Denn genau das ist es für mich. Andere Menschen denken verflucht schnell. Es kommt mir manchmal vor, als würden Menschen alle in der Zukunft leben. Immer so eine Minute oder so oder auch nur 2 Sekunden in der Zukunft. So kommt mir das immer vor. Für mich ist es so, als würden andere Menschen 2 Sekunden in der Zukunft leben. Denn ich, mein Denken, ich denke über tausende Sachen nach. Ich hab Lösungen für Sachen,
die eigentlich komplett schwachsinnig sind. Warum glaube ich das jetzt aufs Wort? Die aber auch zur Lösung finden. Das Beste sind zum Beispiel meine Eselsbrücken. Oh ja, erzähl uns ein paar von deinen Eselsbrücken. Ich mag Eselsbrücken. Eselsbrücken sind was Schönes. Genau wie das Standbild. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Och Mensch. Doch, mir fällt sogar ein Beispiel ein. Na also, ich glaube, jetzt kommt ein echter Klassiker. Das beste Beispiel überhaupt ist, wie ich mir mein Geburts- oder mein Alter merke. Das hat er recht, jetzt kommt tatsächlich ein wahrer Klassiker. Oh, wäre das schön jetzt. Ich traue mich fast gar nicht, Play zu drücken. Ich will den Moment noch ein bisschen genießen. Oh, seid ihr alle bereit? Ja? Okay, los geht's. Das hört sich jetzt völlig random an, weil ich weiß, dass ich 26 bin und ich weiß, dass ich 27 bin. Oder werde dieses Jahr. Mein Alter ist 26. Ich brauche mir das nicht so merken über diese Eselsbrücke, aber ich erkläre das immer gerne so. Besser gesagt, ich bin mal zu dem Schluss gekommen, weil ich irgendwie, ich habe keine Ahnung warum, ich habe über das Alter nachgedacht, über mein Alter. Und ich habe dann darüber nachgedacht. Ich bin 89 geboren. Das bedeutet, ich bin 90, also 1990 ein Jahr alt gewesen. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter als das Jahr. Sprich, 90 ist eine 0, mein Alter ist eine 1. Sprich, ich bin ein Jahr älter als das Jahr. Seit 2000 nehme ich die letzten zwei Zahlen. 2011 wurde ich 12. 2015 26. Das ist wunderschön, das wird auch nie alt. Eine sehr einfache Rechnung, die für mich logisch ist und für mich Sinn ergibt. Die auch für euch Sinn ergibt, wenn ich euch erkläre, wie sie funktioniert. Aber das hat so die Geheimnisse der Grundzüge der Addition. Er ist ganz knapp davor. Es ist letzten Endes eine völlig sinnfreie Aktion. Es ist eine völlig sinnfreie Sache, das so zu erklären. Kurzum, das sind Eselsbrücken, die ich mir in meinem Leben gesetzt habe, die ich in meinem Leben setzen musste, die aber auf einer anderen Art und Weise, auf einer anderen Ebene basieren. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt gut erklärt habe, aber... Doch, Rainer, war wunderbar. Also ich weiß jetzt immer, wie alt du bist. Wie gesagt, allein meine Eselsbrücken, meine Gedankengänge sind so verworren. Ich habe immer das Gefühl, ich bin wie ein V8. Nur, dass ich bloß auf 6 Zylinder laufe. So. Nee, Rainer. Du bist eher wie ein Trabi-Motor, der im Straßengraben liegt. Verrostet. Wie kommt er darauf, dass seine Birne ein V8 ist? Ich meine, dieses, dass man... Manchmal ist man ja wirklich wie vernagelt im Kopf, dass man merkt, Mensch, eigentlich, ich krieg das doch hin, aber im Moment, der Kopf spielt einfach nicht mit. Da habe ich auch manchmal so diesen Vergleich, als würde ein Vierzylinder nur auf 3 Pötten laufen. Aber Rainer, wie kommst du darauf, dass du ein V8 bist? Jetzt mal ehrlich. Ungefähr kann man es am besten Beispiel. Was ist noch ein gutes Beispiel? Man könnte auch sagen, ich habe nicht alle Tassen im Schrank, aber... Aber du hast nicht mal einen Schrank. Das wäre natürlich völliger Schwachsinn. Ich bin ja nicht irgendwie psychisch, ich habe ja nicht irgendwelche psychischen Probleme oder so. Nein, natürlich nicht. Gut, irgendwelche Gutachter vom Gericht werden das ein bisschen anders sehen, aber das sind ja auch Anfänger. Ich bin ja auch nicht jemand, der jetzt irgendwie anderen voll ans Bein pissen oder so will. Oder wie eine alte Konsole, das ist das beste Beispiel. Ich bin wie ein Super Nintendo und ihr alle seid mindestens ein Gamecube. Versteht ihr das? Heißt das, ich bin würfelförmig? Ist das eine Anspielung auf meine Figur? Hallo? Das ist Mobbing? Bodyshaming? Ich glaube, es geht los. Anzeige geht raus. Herr Müller, ja, mit Blaulicht. Danke. Das ist einfach so ein Beispiel. Ich bin, was mein Denken angeht, langsamer. Nicht im Sinne von, ja, ich brauche jetzt 2 Jahre, um zu überlegen, wie ich das aufmache. Das ist völliger Schwachsinn. Aber mein Gehirn arbeitet minimal langsamer. Aber das ist nicht irgendwie eine Behinderung oder sonst was. Das ist im Prinzip einfach, mein Kopf arbeitet in einer anderen Art und Weise wie eure. Ich habe vor kurzem noch... Was denn jetzt? Arbeitet er langsamer oder arbeitet er anders? Und, ja, Rainer, guck mal,
Wenn dein Gehirn, jetzt mal angenommen, dass dein Gehirn arbeitet langsamer als das von anderen Menschen, dann ist das doch eine Behinderung. Daran ist auch wieder nichts Schlimmes. Das ist genauso, wie wenn man ein steifes Bein hat oder eine Brille. Wenn man eine Brille braucht, ist man leicht sehbehindert. Da ist doch nichts Schlimmes dran. Das ist doch, da ist man doch kein schlechter Mensch deswegen. Dann braucht man halt eine Sehhilfe, die das wieder ausgleicht. Ich habe eine E-Mail gekriegt, um genau zu sein, habe ich die E-Mail gestern bekommen, wo mich jemand darauf angesprochen hat mit dieser zweiten Welt, wo ich gesagt habe, es gibt zwei Welten, in der jeder Mensch lebt. Es gibt die Realität und es gibt die für uns akzeptable Realität, die wir uns selbst aufbauen. So Leute, jetzt erkläre ich euch mal meine Welt. Bei den Wollonen ist es ja so ähnlich, nur da ist die Wahrheit ein dreischneidiges Schwert. Deine Seite, meine Seite und das, was wirklich passiert ist oder so ähnlich. Was hast du da an den Finger? Hast du wieder einen Kaugummiautomaten geplündert? Das hier ist meine Welt. Jetzt denkt ihr euch, hä, was willst du mit Ringen? Die Ringe symbolisieren einen Kreis. Das hier ist meine Welt und das hier ist eure Welt. Kennt jemand, wo er gerade meine Welt sagt, Jerry Lewis, wo bitte geht's zur Front? Die beste Matze der Welt, meiner Welt. Da musste ich gerade dran denken. So, ich lebe in dieser Welt und ihr lebt in dieser Welt. Aber jeder Mensch ist ein anderer Ring, also ein anderer Kreis. Jetzt, wenn ich auf einen anderen Menschen treffe, passiert Folgendes. Die Kreise überlappen sich. Sie werden nicht eins, sondern sie überlappen sich. Und genau so ist es. So nehme ich die Welt wahr. Okay, also du nimmst die Welt wahr als einen Haufen von Kreisen, die sich überlappen. Hattet ihr zufällig Mengenlehre anstatt Mathe? Kann das sein? Heißen, wenn ich auf andere Leute treffe, dann kriege ich einen Eindruck von ihrer Welt. Zum Beispiel, beim Kumpel ist es zum Beispiel so gewesen, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie es ist, in diesem Haus aufzuwachsen, in dem er aufgewachsen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, in dieser Wohnung zu leben, wenn er alleine ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, auf diesem Hof aufzuwachsen, weil ich nicht weiß, wie das ist. Komisch. Okay, jetzt war eine Frage an euch. Wenn ihr bei einem Kumpel seid oder zum Beispiel ja auch mal bei jemand Fremdem, sagen wir mal, ihr macht Urlaub auf dem Bauernhof. Das ist ein schönes Beispiel. Ihr macht Ferien auf dem Bauernhof. Könntet ihr euch vorstellen, wie es dann wohl wäre, als Kind auf diesem Bauernhof aufzuwachsen? Man kriegt doch da auf jeden Fall ein Kopfkino. Ob das natürlich dann der Realität entspricht, ist die andere Frage. Also sehr wahrscheinlich wäre das entweder stark romantisiert oder man würde sich das in den furchtbarsten Farben ausmalen und in Wirklichkeit wäre es viel schöner. Aber irgendeine Vorstellung macht man sich doch. Kommt doch von ganz automatisch. Ich bin dieser Mensch nicht. Und das ist übrigens eine Sache, die mich quält. Es ist eine Sache, die mich wirklich quält. Ich würde gerne die Welt durch andere Augen sehen. Aber das ist eine Sache, die nicht machbar ist. Genauso wenig können sich meine Freunde, meine Bekannten oder generell jeder von euch vorstellen, wie es ist, die Welt aus meinen Augen zu sehen. Ich habe einen harten Weg. Also ich würde ganz gerne mal wirklich für ein paar Minuten in seinen Verstand. Einfach mal so sein Denken, wie er die Welt wahrnimmt, das alles. Ich würde mir das gerne mal für, aber wirklich nur für ein paar Minuten. Weg hinter mir, aber es gibt Menschen, die haben noch einen viel schwereren Weg hinter mir. Und es gibt Menschen, die sind, man kann es so fast so ausdrücken, das muss nicht so sein, aber es gibt Menschen, die sind mit einer goldenen Gabel im Mund geboren. Löffel, Rainer, das heißt Löffel. Und eigentlich ist das ein silberner Löffel. In den meisten Regionen zumindest. Also ich kenne es mit einem silbernen Löffel. Habt ihr eine goldene Gabel oder einen silbernen Löffel? Wie ist das eigentlich in China? Haben die da Jadestäbchen dann im Mund, die reichen? Oder? Das wäre doch mal eine Frage, Rainer. Über sowas könnte man mal philosophieren. Mach da mal ein Video drüber. Du bist doch ein Asienfreund, besonders Japan. Wird man da anstatt mit einem silbernen Löffel im Mund mit einem Jadestäbchen geboren? Und stört das nicht bei der Niederkunft? Ich meine, das guckt ja aus dem Mund raus, ist auch ein harter metallischer Gegenstand. Gut, das Jadestäbchen nicht, Jade ist kein Metall. Aber so ein Silberlöffel, das kratzt doch der Mama. Wir führen das nicht weiter aus. Die haben alles gehabt, ihr ganzes Leben lang. Oder haben auch nie Probleme gehabt. Deren Eltern haben sich nicht getrennt. Deren Eltern sind zusammen, deren Eltern leben noch. Sind sie jünger, sind sie älter? Das ist völlig uninteressant. Im Prinzip nimmt die Welt jeder anders wahr. Und genauso sollte es sein. Jeder von uns ist ein Individuum.
Und jeder sollte sich auch als Individuum fühlen und benehmen. Die Hater jedoch tun das nicht. Die Hater benehmen sich als Kollektiv. Denkt dran, ne? Zwischen Stirn und Tischplatte ein Kissen. Alter, wie kommst du darauf, dass die Hater sowas wie Borg sind? Das sind alles ganz, ganz viele Individuums. Und ja, das war der korrekte Plural jetzt. Individuen ist falsch. Das habe ich jetzt so beschlossen. Individuumse ist richtig. Das Wort klingt viel schöner. Das wird ab jetzt benutzt. Rainer, nur weil die ein gemeinsames, sagen wir mal, Hobby haben oder eine gemeinsame Freizeitbeschäftigung, werden die nicht zu einer Art Ameisenstaat oder Borg-Kollektiv, wo alles nur Drohnen sind ohne eigene Gedanken. Und ein Kollektiv ist meiner Meinung nach eine sehr unschöne Wahrheit. Denn ein Kollektiv denkt als eine Person. Diese ganzen Hater-Aktionen, jeder von den Hatern, und da, ohne dass es euch bewusst ist, ihr denkt, ich bin ein Individuum, ich bin kein Hater, ich bin ein Individuum, ich bin kein Kollektiv, ich bin kein Teil des Kollektivs. Falsch. Denn jeder Hater versucht mir irgendwie in irgendeiner Art und Weise schief zu kommen. Der versucht. Ah ja, also sind alle Fußballfans auch ein Kollektiv, denn die wollen alle zum Fußball gehen und sich schöne Spiele angucken. Und alle Mettler sind auch ein Kollektiv. Das sind auch keine Individuumse, denn die wollen ja alle Metal hören. Das wäre jetzt original das, was du für eine Argumentation hältst. Fällt dir da irgendwas auf daran? Eventuell, dass das blöd ist. Ich frag nur, also für einen Freund. In irgendeiner Art und Weise mir krumm zu kommen. Versucht das und das und das und das. Ganz ehrlich, Leute, das ist völliger Schwachsinn. Die Hater versuchen im Prinzip, meine Welt zum Erschüttern zu bringen. Und das versucht jeder einzeln oder in einer Gruppe. Aber das Ganze, auch wenn das eine einzelne Person macht und zu allen anderen keinen Kontakt hat, sobald du anfängst zu haten, bist du in diesem Kollektivdenken drinnen. Weil du genauso wie andere überlegst, wie kann ich diesen Menschen Schaden zufügen? Aha. Und wenn man also über das gleiche Problem nachdenkt wie andere, hört man auf, ein Individuum zu sein. Also wären jetzt zum Beispiel Forscher, die drüber nachdenken, wie ist das Weltall wohl entstanden? Ein Kollektiv und keine Individuen mehr. Das sind dann Ameisendrohnen, die irgendwo mit weißen Kitteln im Labor rumlaufen, nur noch über Pheromone gesteuert sind. Aber unglaublich komplizierte Formeln an Tafeln schreiben, um auszurechnen, wie der Weltraum entstanden ist, Rainer. Ja, das klingt logisch. Genau so stelle ich mir das auch vor. Und genau das ist es. Geht euren eigenen Weg. Versucht nicht immer den Weg anderer zu gehen, sondern versucht euren eigenen Weg zu finden. Das ist jetzt wieder einer meiner verdammt verworrenen Gedankengänge. Ich weiß auch nicht, ob mir irgendjemand in dem Gedankengang folgen kann. Nicht, weil ich euch für blöd halte, um Gottes Willen, Quatsch. Sondern einfach, weil mein Gedankengang so bizarr. Nein, Rainer, weil dein Gedanke einfach doof ist. Komplett sinnfrei. So schwachsinnig ist. Ja. Aber trotzdem für mich Sinn ergibt. Ja, aber halt nur für dich alleine, Rainer. Das ist dein Problem. Viele von euch lachen immer über mich. Du bist voll dumm, du bist voll dumm. Tatsächlich glaube ich nicht, dass ich dumm bin. Ich glaube tatsächlich, dass ich verhältnismäßig sogar schlau bin. Na gut, das ist jetzt natürlich... verhältnismäßig ist... eher eine relative Sache, also im Vergleich zu einer Würfelqualle, einem Hefepilz, einem Kronkorken, einem Pfund Butter, was gibt's noch? Ah, da könnte man schon mit einem Kartoffelchip. Für mich ist es nur wirklich so, dass ich einfach andere Lösungen für Probleme finde als wie ihr oder als wie viele andere. Zum Beispiel, das beste Beispiel ist wieder die Haut. Die Haut. Zwei Klassiker in einem. Also ich hatte keine Ahnung. Haut ist für mich kein Organ. Ja, Rainer, aber guck mal, das ist das Problem. Die Haut ist nun mal ein Organ, weil Organ, es gibt eine Definition, was ein Organ ist. Und laut dieser Definition ist die Haut ein Organ und gleichzeitig ist sie auch das größte und vielseitigste Organ des Körpers. Du kennst diese Definition nicht, deswegen ist sie für dich kein Organ. Aber das ist halt
dein eigenes Unvermögen. Das hat auch nichts mit Meinung zu tun. Du beharrst halt einfach drauf, dass du faktisch falsch liegen darfst. Weil ein Organ für mich nicht zwanghaft lebensnotwendig sein muss. Der Blinddarm ist ein Organ, das nicht lebensnotwendig ist. Man kann ihn entfernen, ohne dass man Probleme hat. Ich glaube, man kann sogar einen gewissen Teil des Darmes entfernen, ohne dass die Person daran stirbt. Rainer, ist das Herz ein Organ? Oder die Lunge? Oder die Leber? Die Nieren, die Milz, der Magen? Also ist ein Organ, wird... Also ich habe einen... Als die Sache mit der Haut ist ein Organ damals rauskam, war irgendwo, wo ich das gelesen habe, also Wiki, da hat mir irgendjemand einen Beitrag geschickt von den damaligen Hatern auf dem Teamspeak und da stand irgendwas drin, ein Organ wird so definiert, dass es ein lebenswichtiger Teil des Körpers ist. Die Haut, wenn man, ich glaube, mehr als 60% oder 70% der Haut verliert, kann man nicht überleben. Aber ein Blinddarm wird als Organ gewertet, der aber nicht lebensnotwendig ist. Im letzten Endes geht es für mich wirklich darum. Die Haut ist für mich die Schutzhülle des Körpers. Ja, das ist eine ihrer Funktionen als Organ. Schutzhülle, ja. Wenn man die Haut verliert oder wenn man einen bestimmten Teil der Haut verliert, würde man sterben. Ja, durchaus, das verstehe ich. Verbrennungsopfer und so weiter sind da das... unglückliche, aber beste Beispiel dafür. Und Tatsache ist aber auch wirklich, dass für mich die Haut trotzdem kein Organ ist. Für mich. Das ja, Rainer, und... Das ist was ich einfach absolut null nachvollziehen kann. Rainer, guck mal. Du hattest keine Ahnung, dass die Haut ein Organ ist, weil du wusstest schon mal nicht, was die Definition von einem Organ ist, weißt du bis heute nicht. Weil du den Wiki-Eintrag nicht gelesen hast. Du wusstest nicht, was genau ein Organ ist, wie ein Organ definiert ist. Das übrigens reiner Definition hat was damit zu tun, das ist was Allgemeingültiges. Man kann sich nicht jeder seine eigene Definition machen, dann bräuchte man das sowas nämlich gar nicht mehr. Also es gibt eine Definition, die ist allgemeingültig für alle, was ein Organ ist. Darunter fällt die Haut, das wusstest du nicht, das viele Leute nicht. Jeder wusste das irgendwann mal nicht. Niemand kommt auf die Welt und als Erste, was er sagt, wussten Sie übrigens, dass die Haut ein Organ ist? Nee, also jeder muss das irgendwann erstmal lernen. Du wusstest es nicht, dann hat es dir jemand erklärt, hat dir sogar einen Link beigebracht. Normale Menschen, sondern, oh, cool, wieder was gelernt, wusste ich gar nicht. Tolle Sache. Was machst du? Wirst stinksauer, beharrst drauf, dass du trotzdem recht hast und verpisst dich. Ja, ne, so funktioniert dein Verstand, Rainer. Aber du bist nicht doofer als die anderen. Das war auch immer meine Aussage. Für mich ist die Haut kein Organ. Übrigens haben das viele andere auch gesagt, die das nicht wussten. Weil immer wieder wurden, ich habe zum Beispiel bei Tommy von Apple War, war es wirklich so, dass die Leute im TS waren, nicht im TS, sondern da war es wirklich so, dass die Leute in den Stream gekommen sind von Tommy und meinten, ist die Haut ein Organ? Und er meinte so, nö, eigentlich nicht, oder? Hast du drüber nachgedacht, hat es aber auch nicht gewusst. Ja, und wurde er dann aufgeklärt und hat er dann gesagt, was, das ist doch Blödsinn, ich bestehe darauf, dass die Haut kein Organ ist, ihr könnt ja ruhig die Haut für ein Organ halten, aber für mich ist sie kein Organ, das ist meine Meinung, verpisst euch jetzt alle vor meinem Stream. Hat er so reagiert? Und ganz ehrlich, das ist so eine Info, so eine random Info, die mir damals vorgeworfen wird, die mir bis heute vorgeworfen wird, weil ich damals gesagt habe, nein, die Haut ist kein Organ. Nein, Rainer. Es wird dir nicht vorgeworfen, dass du das nicht wusstest, sondern wie du darauf reagiert hast, als du korrigiert wurdest, als dir das Wissen vermittelt wurde. Diese Reaktion von dir, das ist das, was dir vorgeworfen wird. Nicht, dass du die Information vorher nicht hattest. Das ist so Wumpe, also echt mal, geht auf die Straße, macht eine Umfrage unter ganz normalen Leuten, ob sie wissen, ob sie die Haut für ein Organ halten, ja oder nein. Da werden viele nicht wissen, dass die Haut ein Organ ist. Aus meiner Sicht. Und viele andere, die das nicht wissen, die sich damit nicht informieren, die keine Medizin studiert haben. Medizin braucht man übrigens nicht studiert haben, um das zu wissen, Rainer. Das sagt jeder, die Haut ist kein Organ. Und ich habe mich damals darauf beschränkt, weil es nach wie vor für mich so ist. Aus meiner Sicht ist die Haut die Hülle des Körpers. Eine Hülle, die wichtig ist, gewiss.
aber nicht ein Organ. Ein Organ sind für mich Augen, Nase, Mund bzw. Zunge, Ohren, Ohrmuschel, die ganzen Sachen, die im Gehirn sind, im Körper sind. Das sind die Sachen, die im Gehirn sind. Aha. Für mich Organe, Sachen, die innerhalb des Körpers sind. Ja, Knochen und so. Und die Haut mag offiziell und nach medizinischen Gründen ein Organ sein. Für mich ist es die Hülle des Körpers. Und es war nie anders. Und es sollte keine Kritik an jemanden sein. Ich wurde damals im TS, und das könnt ihr alle bestätigen, die wirklich im TS waren, aber es wird keiner von denen bestätigen, weil es alles Arschlöcher waren und Hater. Schön, wie freundlich er über die Leute redet. Reinhard, die Aufnahmen sind bekannt und wir kennen sie alle. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Die werden bestätigen, dass die immer einfach brutal versucht haben, mich zum Ragen zu bringen, was sie damals auch sehr gut geschafft haben. Nein, ihr habt euch unterhalten über Organspende. Du hast unfassbaren Blödsinn gelabert. Wisst ihr noch was? Die Organe werden sowieso entnommen, damit die Leiche verwesen kann, ohne zu stinken oder irgend sowas blöd. Also ich gehe mal davon aus, er hat da irgendwann mal was mit einem halben Ohr eine Doku über Ägypten gehört, mit den Pharaonen, wo sie hier die Innereien rausholen, dann in Kanopen verpacken, damit man schön innen alles ausstopfen kann mit Mull und Stroh und Harzen und Ölen und damit das alles halt schön haltbar wird und in Form bleibt. Und er hat gedacht, das wird heute noch so gemacht und das hat dann seine Gründe. Und dann sagt der jemand, aber es würde doch auffallen, wenn zum Beispiel jetzt im Gesicht die Haut fehlt, dann sagst du, nein, wir reden hier von Organen, die Haut ist kein Organ. Dann sagt einer, doch, die Haut ist ein Organ. Und dann flippst du aus. Dann schickt dir jemand einen Link und du rotierst total hohl. Da hat keiner versucht, dich zum Rätschen zu bringen. Die haben nicht mal angemessen auf den kompletten Stuss reagiert, den du da die ganze Zeit vorher erzählt hast. Die haben sich sehr zurückgehalten. Heute, wenn mich irgendjemand nervt, gehe ich in einen anderen Raum. Oder... Ja, das hast du da auch gemacht. Du hast dich sofort... Du warst eingeschnappt wie sonst was und hast dich verzupft. Ja. Bin einfach gar nicht da oder sowas. Aber früher war es wirklich so, dass die Leute mich wirklich permanent angemacht haben, dumm rumgelabert haben, Scheiße gelabert haben und mich einfach nur, ja, ich weiß nicht, einfach nur beschissen waren. Und das ist einfach so eine Sache, wo ich mir denke, die haben mich einfach absichtlich versucht zu provozieren. Haben sie geschafft. Rainer, man braucht dich überhaupt nicht provozieren. Es reicht, wenn man sich mit dir so unterhält, mit einem ganz normalen Menschen, dann ist bei dir schon komplett Dampf auf dem Kessel. Wenn man mit dir so umgeht wie mit jedem anderen, das reicht schon völlig. Da flippst du komplett aus. Gut, herzlichen Glückwunsch. Aber trotzdem macht es die Sache nicht anders. Die haben versucht, mich zu provozieren. Die haben mich wütend gemacht und dadurch ihre Reaktionen bekommen. Diese Reaktion ist einen Scheißdreck wert. Weil wenn ich wütend bin, dann sage ich Sachen, wie jeder andere Mensch auch, die ich hinterher gar nicht so meine. Oder die ich auch in dem Moment nicht so meine. Vor allem mit meinem Kopf, habe ich ja schon vorhin erzählt. Also bist du jetzt doch nicht der Meinung, dass die Haut kein Organ ist, oder wie? Ist es wirklich so, dass ich einfach in dem Bezug ein minimal langsamer bin. Ich lebe eine Sekunde oder zwei Sekunden in der Vergangenheit in dem Bezug. Ja, da muss ich jetzt wieder an das denken, was Mara hier in diesem Discord-League mit Verhörzimmer gesagt hat. Er beantwortet eine Frage, wenn er meint, sie verstanden zu haben, und dann kommt halt eine dumme Antwort. Ich denke einfach länger über Sachen nach oder denke einfach über 1000 verschiedene Sachen auf einmal nach. Und genau das ist nämlich der Punkt, dass ich mit meinem ADS habe. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erkläre oder ob ich das gut erkläre, ob das jemand... Nein, Rainer, absolut nicht. ...nachvollziehen kann oder verstehen kann. Ich weiß auch schon wieder, was für Kommentare unten drinnen stehen. Deswegen wird bei diesem Video weder der Kommentar, voraussichtlich vergesse es nicht, wird in diesem Video weder der Kommentar noch die Bewertung an sein, weil es einfach einen Scheiß interessiert. Es geht niemandem was an. Es ist ein... Wenn es niemandem was angeht, warum machst du dann eine halbe Stunde Video drüber? Jetzt mal unter uns. Also was mich interessiert, ist jemand anwesend, der unter ADS leidet oder gelitten hat? Also kann ja auch sein, dass jemand dann medikamentös oder anderweitig geheilt und beziehungsweise so eingestellt ist, dass er nicht mehr drunter leidet. Wie ist das eigentlich für einen Betroffenen? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich stelle es mir in etwas so vor, dass man halt quasi
permanent einen Orkan im Kopf hat, er dauernd hin und her springt und da blitzt eine Idee auf und dort geht was ab und dann, ach ja, hallo, als hätte man einen Klassenraum, wo sich dauernd unterschiedliche Leute melden und gleichzeitig auch schon reinrufen ihre Idee und jeder hat ein komplett anderes Thema. Kommt das in etwa hin? Einfach meine Aussage zu meiner Sicht der Dinge. Und wenn jemand meine Ansicht nicht teilt, dann ist es okay. Wenn die Ansicht jemand teilt, dann darf er das gerne sagen. Und ich kann gerne irgendwann mal eine Talkrunde auf Juno oder so machen, wo man auch mal drüber sprechen kann. Ja, aber dann wird man sofort geblockt. Je nachdem, wie dann das Feedback auf Twitter und so weiter ausfällt, ob's wie positiv oder wie gut es ausfällt, oder wie gut dann auch die Bewertung ausfällt, mache ich dann vielleicht auch die Kommentare und die Bewertung an des Videos. Aber da müsst ihr schon die Likes geben und da müsst ihr schon dementsprechend positive Feedbacks geben. Übrigens sind die Daumen in meinem Video immer an, nur ich kann es so einstellen, dass ihr es nicht sehen könnt. Ich wiederum sehe es aber trotzdem, unabhängig davon, wie viele Daumen hoch und Daumen runter es hat. Gut, letzten Endes ist es egal. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Hoffe, ich konnte es halbwegs erklären, konnte euch einen kleinen Einblick in meine Welt geben. Keine Ahnung, worum ging es denn jetzt eigentlich, Rainer? Und dann war das eigentlich mehr ein Vlog heute. Und ein Hashtag fragt er... Nein, ein Vlog war es nicht, Rainer. Ein Vlog ist sowas wie ein Tagebuch. Was war daran jetzt Tagebuch? Hashtag Drache Würde wird dann morgen auch noch kommen. Oder heute, je nachdem. Bis dahin, euer Drache. Linky. Ciao. Und da wackelt die Cam. Ja, da wackelt die Cam. Und das Hallo, da bist du ja wieder. Hast du was vergessen? Das war ein Reflex. Das hat nichts mit Tanzverbot zu tun. Ah, okay. Was auch immer. Gut, da wissen wir jetzt Bescheid, wie sein Verstand funktioniert. Also ich habe keine Ahnung, aber er meint, wir wissen jetzt Bescheid. Das ist doch schon mal sehr schön. Die Meinungen gehen wie immer auseinander. Es sind sogenannte Weltner. Da sagt kein Richter der Welt was. Gut, ich fluff jetzt mal mein Kissen auf, das hier auf dem Schreibtisch liegt. Das hat so diverse Stirnabdrücke drin. Das muss mal wieder aufgeflufft werden. Ja, würde ich sagen. Euch einen schönen Resttag, wenn wir uns nicht mehr sehen. Bis morgen. Und ansonsten möge das mit euch sein.